Da wollen wir mal lunzen als erstes das. Heilige Scheiße, hab ich mich erschrocken. Stonebone Speed Bonus Speed. Durability 1, 3, 1, 3. Attack 5,6. Ah, das bleibt ja gleich. Das wäre jetzt Durability 1, 7. Machst du dir jetzt schon wieder ein Schwert? Ich bin gerade dabei, das Schwert zu machen. Immer noch? Ja, ich war noch. Attack 10,72. Ja, ich glaube, das wird nicht gut. Was ist bitteschön Petramor? Dass du mit Cobblestone sich das Ding wieder auffüllt von der Durability her, also für Pickaxen. Okay. Ja, mit Cleanstone, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es eher was für Pickaxe. Was? Light White? So hat's warte mal ganz kurz, so hat's 1500 Durability, so 1700. Wenn ich jetzt das tausche, bin ich auf 1300, also bleibt der Griff aus Ardite. Wie schaust du das eigentlich? Ich kenne einige, die sich einfach erstmal alle Teile machen. Ja, und das dann. Ja, und dann gucke ich mir das in der Toolstation an, wie das Schwert ist, wenn ich die Teile reinlege. Aber das ist doch eine komplette Verschwendung von Material. Hä? Ich crafte das doch noch nicht zusammen. Ja, aber kann man es wieder einschmelzen danach? Also ich meine die einzelnen Bauteile, die du dafür... Natürlich kannst du die wieder einschmelzen. Okay. Nee, ich glaube nicht. Doch. Da bin ich mir echt nicht sicher, weil wenn man es wieder... Doch, geht. Ich habe gerade einen Toolrod reingelegt. Weil wenn man es nicht machen könnte, wäre es ja die Verschwendung hoch 19. Nee, man kann es machen. So, da habe ich jetzt das Schwert und jetzt die Picke. Das und das ist Petramor Insulting Lightway. Durability 1,3, 1,5. Mining Speed 7,2. Okay, da geht die Durability wieder runter. 1, 0, 1, 5, 1, 3. Ich mache erstmal eine Glückspicke, okay? Ah ja, aber verballer nie gleich alles bitte. Ich habe nur einen Modifier, ich kann nur einmal upgraden. Weil einmal ist Dia drauf und einmal ist Dia und der zweite ist sonst bei mir immer Emerald, aber das haben wir ja nicht. Darum. Aber das ist egal. Clay ist generell, Lapis ist generell, also egal wie viel du drauf machst, das ist, bleibt 1. Also für Luck 3 ist auch ein Modifier nur. Erstens rede ich von der Picke und zweitens nein. Doch, ist es. Du kannst nur einmal upgraden, dann kannst du nicht. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch bei der Pickel, also das ist Ei gerade drin, kann ich jetzt nicht nochmal upgraden. Okay, dann haben die das geändert, weil standardmäßig ist das, zählt das einfach weiter hoch und er verbraucht keinen weiteren Modifier. So, die Teile werden wieder eingeschmolzen. Was ist eigentlich ein Mixed Metal Ingot? Das brauchst du dann für irgendeine Quest. Ja, zwei Stück auf jeden Fall habe ich. Und ich habe schon wieder nichts zu essen. Hier in der Kiste. Nein, andere da. Danke. Danke. So. Noch
das und dann mein Koboldzeug rein. Nee, also eine Metok brauche ich. Kann ich das doch. Kann man die schon machen? Ich bin kein Fan von der Metok. Tatsache. Naja, die wäre ja gut. Ja, aber da reicht auch eine Billo aus. Die ist ja nur zum Dings da. Ich war mal bevor und hab mir in der Nether-Festung die Kisten gekrallt, falls das nicht schlimm war. Was war denn alles drin? Ne, die leeren Kisten. Ach so, ja. Das ist egal. Komm, bitte lass das noch funktionieren. So. Wenn das noch funktioniert, hab ich ja. Das ist gleich fertig. Dann kann ich noch das restliche Zeug reinhauen. Wait a minute. Wie viel Lapis fehlt mir? Könnt ihr 18 Lapis entfernen? Wir haben auch nur noch 22. Hm. Ach, wir haben sogar noch welches? Ja. Jetzt nicht, nein. Ja, das glaube ich auch, weil da hat man alles verbaut. Ich nehme es nicht. Nee, weil hätte ich Lack 1. Die geht ab wie Schmitz Katze, die Pigge. Speed, sag mal bitte. Haste, ganz normales Haste plus. Das reicht mir aus. Nein, ich. Dein Mining Speed Wert. Ach, du hast schon Redstone drauf abgegradet. Ich hab 13,78. Ich habe einmal drauf gemacht, dass ich auf Haste komme und das reicht mir komplett aus. Was mit dem restlichen Zeug, das hier drin ist? Achso, es wird gerade rausgeschmolzen. Okay. Yep. Gut, dann kann ich einen Rapier mal machen. Ich fahre jetzt gerade Quarz fürs Schwert, wenn es denn mal soweit ist mit einem Upgrade bzw. einem freien Modifier. Wie gesagt, ist zwar nur ein geringer Unterschied, aber ein schöner Unterschied. Also wenn du Dias hast, dann komm lieber hoch und hol meine Picke, okay? Die hat ja schon Lack. Ich bin im Nether. Achso. Ich hab gesagt, ich farm Quarz. Ich würd's auch gern unter Tage farmen, kein Problem. Aber das gibt's da leider nicht. Ja, ich sag kein Farmcraft drauf. Das heißt leider zum Glück eigentlich. Nee, Farmcraft würde halt auch Dings an der Overworld spawnen. Quarz. Ja klar, aber ob man das will, ist die andere Frage. Aber Tinkers Armor ist hier nicht drauf, oder? Nee, leider nicht. Nein. Gut. In diesem Slate, glaube ich, bin gleich unsterblich. Crossguard, genau die Version. Oh nee. Was? Ach, ich hab mich verklickt. Ich hab Shift gedrückt. Ich habe jetzt 42 Stone Crossguards statt einem. Ja, kann man ja auch sicherlich für irgendwas verwenden. Ja, aber Stein haben wir einen Überfluss. Ja. Apropos Dago, die Base, wie soll die aussehen? Inwiefern, wie soll die aussehen? Na, dann drinnen, unsere Höhle. Freie Hand. Okay. Wenn ich ein nordisches Zeichen an die Wand baue, ist das also okay. Solange es kein rassistisches Zeichen ist, ist mir doch egal. Okay, du bist einer davon, der die nordische Mythologie mit den Nationalsozialisten vergleicht. Das ist ein himmelgroßer Unterschied, Darko. Erstens bin ich keiner, weil ich auch ein Geschichtsfreak bin. Zweitens
kenne ich dich und ich weiß auch nicht, ich weiß auch, dass du das nie machen würdest, deswegen habe genau. ich das Spaß gesagt. Und jedes Zeichen, das die Nationalsozialisten, und ich sage mit Absicht Nationalsozialisten und nicht Nazis, damit die Zuschauer auch mal was lernen, was Nazi bedeutet, die haben die Zeichen der Wikinger oder der nordischen Mythologie einfach nur übernommen. Wenn man von. Wenn man halt davon ausgeht, ist jedes nordische Zeichen kein rassistisches Zeichen. Aber der Staat stellt es halt wieder so hin. Na gut, es würde jetzt zu weit gehen, aber A.H. spricht in seinem Buch auch vom nordischen Blut zum Beispiel. Er war Österreicher, er war kein Deutscher. Also. Hat aber die deutschen Namen geführt. Ja, klar. Ich will jetzt halt auch nicht zu weit ausholen, weil ich weiß, wie meine Mutter tickt und ich weiß, dass das alles zu ihr zurückkommt irgendwie. Aber trotzdem, er war ein Österreicher. Ich weiß nicht, ob die Ecke damals zu Deutschland gehört hat. Ja, keine Ahnung. Soweit habe ich mich damit, um ehrlich zu sein, noch nie beschäftigt, weil mich das nicht wirklich interessiert hat. Also er hatte österreichische Staatsbürgerschaft, soweit ich weiß. Der hieß ja auch von Anfang an nie Hitler. Der hatte einen ganz anderen Namen. Und ja, er hat es halt trotzdem nur übernommen von den Wikingern. Genauso wie das Hakenkreuz. Aber es war ein taktischer Vorteil, weil die Wikinger verbindet jeder mit Kraft und Stärke und das wollte er ja machen. Also und am Ende hat er sich selber die Kugel gegeben, weil es ein Feigling war. Könnte man auch drüber streiten, ob es die richtige Entscheidung war. Aus seiner Sicht jedenfalls. Ja, er wollte nicht da in die Hände der Russen und Amis fallen, dass die seinen Körper irgendwie zur Schau stellen. Zumindest laut den Filmen. Aber allein dieser Gedankengang gibt doch keinen Sinn. Jeder oder er muss doch davon ausgehen, dass ein lebloser Körper dann zur Schau gestellt wird. Ja, das wollte er ja halt nicht. Deswegen hat er sich ja dann vor der Wolfsschanze verbrennen lassen. Ach ja, stimmt. Er wollte ja auch noch, dass halt die Leute weiterkämpfen bis zum bitteren Ende. Und ja, die Leute, die dann noch im Bunker waren, die haben sich ergeben, den Amis. Ja, warum nicht? Ja, hätte ich auch gemacht. Ja klar, die Aussicht war eh für den Arsch. Also wir hätten es nicht reißen können. Ja, vor allem. Ja gut, lässt sich auch wieder drüber streiten. Man hätte oder Deutschland war eine sehr starke Nation, wenn sie nicht mit wirklich jedem Krieg angefangen hätte. Weil die waren ja von allen Seiten. Ja. Wenn man sich 2-3 Verbündete hinter einem geholt hat und nach vorne angreift, hätte man locker gewonnen. Aber wenn man gleich alle holt, ja, selbst schuld. Ja, naja. Soll jetzt auch nicht das Thema sein. Nee, aber trotzdem ist das, finde ich es halt immer wieder kacke, dass alle da die nordische Mythologie mit dieser einen Person in Verbindung bringen. Deswegen ja, das eh nochmal auch bei WhatsApp der Spruch, weil ich kenne ihn, der ist halt ein Punk. Die Meinung zwischen Punks und Rechten kennt man ja, die zoffen sich bis zum Getno. Und das, ich ärgere ihn halt auch gerne mal damit, weil ich halt gerne mal von Odin ein Bild poste oder jetzt mit meiner Thor's Hammer-Kette und so weiter. Und da sagt er nur, er geht jetzt auf die rechten Schiene und so. Und ich ärgere ihn dann halt einfach mal mit dem Spruch, naja, wer das und das nicht unterscheiden kann, der hätte nochmal zum Geschichtsunterricht gehen müssen. Aber so ist es halt. Und ich habe noch eh Modifier auf meinem Schwert. Okay, die haben es wirklich geschafft, das komplett OP Tinkers Tools kaputt zu disablen. So, meins macht jetzt 13,46 Attack Damage. Nice. Schade, ich dachte, ich hätte eine Auto-Application herstellen können. Hast du dein Schwertchen fertig? Bin Gott dabei. Okay, ja. Könnt ihr mir mal eure Koordinaten geben? Nein. Kannst du dann Schärfe drauf knallen?
Ach du Scheiße. Koordinaten sind minus 450 und 212. Plus 212? Ja. Okay. Übrigens, ich habe die Maschine dafür erstmal nur irgendwie hingestellt. Du kannst sie gerne. Ja. Kein Ding. Wir machen das dann halt schon. Ich muss sie allgemein erstmal ein bisschen größer bauen. 3, wir machen es 5 hoch. Ich überlege gerade, wir haben ja so einen wunderschönen See vor unserer Base. Ob ich da nicht eine selbstgebaute Insel anlege, wo wir unsere Fressalien, unsere Felder drauf machen. Weil wenn ich die jetzt vor die Base mache, sieht das an den Seerand, sieht das ja scheiße aus. Man könnte theoretisch auch Raft imitieren, aber das ist leider kein Bauprojekt. Den ganzen See aufschütten und eine gerade Fläche machen und drüber eine Glaskuppel. Ganz ehrlich, dafür gibt es dann Waterworld. Okay, stimmt. Aber das setzt jetzt sowieso erstmal eine ganze Weile aus. Brauchst du hier noch irgendwas? Nein. So wie es aussieht, nicht. Könntest du eventuell nochmal einen Holzhopper herstellen? Mach ich gleich. Ich geh jetzt auf Goldsuche weiter. Hier hast du dann schon mal eine Kiste dafür. Und wir werden mal ein bisschen Kabel durchbrennen, dass wir später eine größere Schmelze machen können. So. Ja. Danke. Das sind Erze, die kann man erst mal wieder rausmachen hier. Ich weiß nicht, hast du dir die geclaimten Sachen schon gegönnt? Was? Ich hatte ja den Dingsbums, also neue Quest fertig, ob du dir davon die Sachen schon geclaimt hast. Nee, noch nicht. Ich hab da noch wohl die reingelunzt, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, genau. Danke fürs Anschalten, ne? Hast du eine Zahnlücke neuerdings? Nein. Weil du fiebst manchmal so durch die Zähne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, nee, ich höre das auch. Das ist eine Fledermaus. Nee, wenn du redest. Wenn du redest, fiebst du wirklich so durch den Mund. Echt? Okay. Also selten, aber das ist dann immer so ein riesen Übersteuerungston. Okay. Ist mir jetzt auch neu. Ja, ist ja nicht wild. Aber Zahnlücke? Nee, wie denn? Ich hab dir doch erzählt, was ich da für Beißerchen hab. Da kann nichts. Ich meine auch einfach nur einen winzigen Abstand zwischen den Zähnen. Nee, überhaupt nicht. Da hat sich gar nichts geändert. Kann sein, weil ich vielleicht ein bisschen verrotzt bin. Und ich ab und zu mal. Nee, wisst ihr, was es ist? Das ist mein Piercing. Ich hab doch in der rechten unteren Lippe ein Piercing drin. Mhm. Und wenn das an die Zähne kommt, das quietscht auch. Okay. Den Ton kann ich nicht damit vergleichen, weil ich ihn nicht kenne. Ich auch nicht. Seid froh. Aber bei normal 10 würde das auch nie passieren. Das ist halt nur, weil ich da besonders schöne Zähne habe. Sag ich jetzt einfach mal. So. Geht mir doch heißt Gold endlich. Jetzt bauen wir die Schmelze gleich noch einen Ticken größer hier. Und Dago, selbst wenn ich in Mob reinfallen sollte, ist nicht so schlimm. Wieso? Wir haben dann wieder scheiß Blut drin. Ja, und das wird ausgegossen. Ich glaube, Blut brauchst du auch für irgendeine Quest. Ja, aber es wird eben nicht ausgegossen, weil wir dafür ja diese Blasen. Nein. Du nimmst die das Cast aus dem Table raus und gießt es aus, dann kriegst du einen Ball raus.
Ja, das meine ich nicht. Ich meine, nur dann musst du wirklich wieder händisch aktiv werden. Wenn zum Beispiel die Glocke an ist, wird ja der ganze Prozess dadurch angehalten. Ja, und? Ist ja auch nicht so wild. Achso, die Quests claim. Wie viel haben wir denn? Eine. Eine Loot Chest. Mit schon wieder Sandwich. Jetzt habe ich schon 11 Stück davon. Die Bean Ochsen noch. Da gucken wir mal, was könnte ich denn für eine Quest machen. Nein, Enderperlen farm ich nicht. Was machst, bei was für einer Quest bist denn du gerade, Darko? Keine, ich habe die eine abgeschlossen und bin wieder farm. Okay, dann mache ich den Coke Brick. Ja gut, den kannst du wirklich machen, den mache ich ja sonst immer. Clay, Sand und Bricks. Zum Glück habe ich so viel Clay gefarmt. So. Wir kriegen raus 3 Stück. Wir brauchen 3, 6, 9, 18, 27. Das heißt. Das Rezept 9 Mal. Yep. Den Kochofen kann ich gerne machen, den Blasförmel, das kannst du übernehmen. Ich bin gerade dabei, den Coke zu machen. So, 9, 18, 36. Den anderen mache ich dann auch gerne. Ist kein Problem. War ein Scherz, ich kann ihn auch machen, aber ich bin ja, wie du weißt, nicht so dein netter Freund. Wir brauchen nur das Ding ordentlich einbauen. Die Blaze, den Blaze Spawner. Dann kann man da ordentlich gut farmen. Du bist irgendwie auch von deinem eigentlichen Plan ordentlich abgewichen. Ach, wegen den Villagern? Mhm. Kommt noch, Braustand habe ich schon. Ich brauche nur noch fermentiertes Auge. Und einen Goldapfel. Mir so eingefallen, du wirst so schnell kein Villager haben, weil CO2 immer die Nachts gibt. Dann darf er das mal nicht machen. Momentan gebe ich ja sowieso nicht die Nächte. Stimmt, das die letzten Male war ich. Na gut, ich hatte immer noch CO2 im Kopf, dass der immer gibt. Ich hatte ja vor allem auch schon so einen Zombie-Villager gefunden, aber ich brauche halt wieder Gold für einen Goldapfel. Ich bin dabei. Ich glaube, wir haben aber noch genug Zucker. 17. 16 Golderz und ein Goldingots. Gut, ich habe sogar gerade Golderz gefunden. Siehst du, und 16 brauche ich für 2 Villager, damit wir die Bumsi-Bumsi machen lassen können. Ich brauche 2 Spinnaugen, 2x Zucker und 2 Pilze. Dauert also doch noch. Pilze waren irgendwo hier im Wald hinten. Warum Zucker und warum Pilze? Fermentiertes Spinnauge. Ach so, für Tag der Schwäche. Genau. Das ist das einfache Vanille 1x1. Was ich ewig nicht mehr angewandt habe. Und trotzdem vergisst man sowas eigentlich nicht. Das sagt der, der sich vieles nicht merken will. Nö, bloß wie sagt man so schön, stell dich dumm, hast du deine Ruhe. Den Leuten. Oh! Wie viel Leben hat eine Kuh? 10 Herzen, oder? Wer, was, wie, wo? Eine Kuh hat 10 Herzen. Könnte sein, weiß ich grad nicht. Ich meine nur 8, warum? Moment, ich hab hier eine. Ne, 5 Herzen. Mein Schwert one-hittet die gerade. Gucken, brauche ich. Ne, Fliegenpilze müssten auch gehen. Ne, nur normale meine ich.
Also oder die braun. Rot. Ach so, habt ihr schon gewusst, dass es jetzt bei Minecraft in der 1.16 eine gewisse Prozentchance gibt, eine braune Mushroom-Kuh zu bekommen? Ja. Die fehlt uns noch auf Vanilla-Server. Habe ich aber echt noch nicht gesehen. Musst du mal Craft Attack bei Spark gucken, der hatte von Anfang an Glück. Hm. Und du glaubst echt, dass wir so viel Glück haben? Boah, wir müssen allgemein erst mal ein Mushroom-Biom finden. Ah ne, haben wir ja schon. Haben wir. Dann auf. Allein die Zuschauer werden sich fragen, hä, wovon reden die? Weil die Folge Vanilla kommt ein Jahr später gefühlt. Ja, klar, aber das Projekt läuft ja trotzdem schon. Ja, klar. Aber wir sind bei Folge 8 und 19. Echt so viel? Zuckerrohr, das hole ich uns auch gleich. Echt so wenig erst? Ich meine 9. Normal, also Mushroom-Pilze gehen nicht, oder? Sonst hätte ich hier welche. Wie Mushroom-Pilze? Die roten. CO2 meinten nein, ich teste das aber dann. Okay, weil ich hätte hier auch noch welche. Einmal. Ich habe auch 4 rote und 7 braune. Also im Rezept wird nur der braune angezeigt. Ja gut, das wechselt ja normalerweise. Spinnaugen hast du schon? Nein. Gut, ich nehme welche mit. Danke. Ich hab Zuckerrohr. Auch nicht schlecht, brauchen wir später auch noch. Dumme Frage war, wie viel Gold brauchte ich? 17. Okay, ich muss kurz gucken, wie viel Gold ich habe. Kann ich euch Gold abkaufen? Nein. Wenn ich nicht genug habe? Wir haben selbst nicht genug, also. Ich hänge immer noch bei dieser dummen Quest mit dem, wie heißt es noch gleich? Clockwork Engine. Ja. Also, kleiner Tipp, du musst wirklich einfach die Tunnel, also nicht Stratmine, sondern einfach nur Höhlen abgehen, da findest du echt am meisten Gold. Ja, ich habe jede Höhle jetzt unter, die bei mir da war, abgegrast. Mir fehlen 2. Ja, gut. CO2, ich zahle euch 2 Dias für 2 Gold. Andere Frage, hast du Emeralds? Ich habe Peridot. Ich habe Peridot, sie sind auch grün, zählt das? Ja, Ike, was meinst du? Ich kann euch auch Appetite geben. Also, wir haben 17. 16 brauche ich ja alleine schon für die Goldöppel. Also ich meine von seinem Angebot. Ob wir es machen, ist nur eine andere Frage. Also 2 Dias für 2 Gold. Dias haben wir eigentlich selber noch 11 oder 10 Stück in der Kiste. Und die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Bis jetzt. Oh, ich hab noch mehr Gold. Ich wäre eher dafür, warte. EFAP. Bronze! Soll Bronze herbringen dafür? Nee, Aluminium. Bring einfach Aluminium, ist allgemeiner oder gehalten als Bronze. Oder das. Okay, wie viel Aluminium? 16 Stück für die 2. Für 2 oder für einen? Für 2. 16 für 2 ist ganz schön teuer, also das muss ich jetzt mal sagen. Ja gut, dann nehmen 8 für 2, okay. Also ich nehme 16 sind fein. Weil du musst die Relation zu Diamanten sehen, Ike. Und für die schon Diamanten anbieten wollte. Ah, okay, weiter geht das hier nicht. Schade. Ich kann euch auch einen Kürbis vorbeibringen, wenn ihr wollt. Nee. Boah, ich bringe den Kürbis einfach oben extra mit, weil Kürbisse, ich weiß nicht, ob ihr welche in der Nähe habt. Ja, ich habe schon welche gesehen, ich habe es aber noch nie mitgenommen. Okay, dann ist das meiner. Also 16 Alu. Das ganze Rohessen hau ich jetzt auch mal da rein. Das war's doch schon. Geil. So. Nee, da möchte ich nicht runterplumpsen. Hier ist noch mehr Gold. Ömer bringen mit, das werden wir echt noch brauchen ohne Ende.
Ich weiß, ich nerv nur gerade hier zwei ein bisschen. Oder ich versuch's. Warum ist da ein Swordblade-Pattern drin? Warum haben wir zwei Swordblade-Pattern? Weil ich zu spät gesehen habe, dass du schon eins gemacht hast. Das Kack ist, die spawnen halt auch nicht. Ihr habt, wenn ihr Shift drückt, unten links neben eurem Inventar, unten rechts einen Eimer. Ach, da. Müsst ihr aber Shift beim Reinklicken drücken. Cool, da ist es weg. Palim. Das ist fertig. Das kommt weg. Bauen wir hier noch eben zwei da nach hinten. Das haben wir. Hatte ich gesagt, ich habe noch Gold gefunden? Nein, ich habe ein Gold noch gefunden. Mann. Und jetzt muss ich einen Tank herstellen. Dazu brauche ich Bronze, Iron Casing und Glas. Das Glas habe ich hier, so viele Flaschen brauche ich nicht. Und schon wieder gefiebt. Das habe ich jetzt aber auch mitgekriegt. Also ist es der. Ich weiß nicht, ob es genau jetzt das Piercing an den Zähnen ist oder ob das aus der Nase oder aus dem Mund kommt. Das ist ja jetzt auch schnuppig. Ich beende jetzt erstmal die Folge hier.